Das wird jetzt richtig krank, Leute. Das wird jetzt richtig krank. Oh mein Gott! Hallöchen, Freunde. Mein Name ist Blacky Wood und willkommen zu einer weiteren Runde Garry's Mod. Heute gibt es leider keine gewöhnliche Race-Folge, wie eigentlich vorgesehen war. Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe einfach mal den ganzen Tag verpennt und ich nehme gerade mitten in der Nacht auf. Wir können ja mal einfach gerade gucken, wie viel Uhr wir haben. Gucken wir mal kurz in die Synchro. Ah, wir haben 3.40 Uhr. Das ist wunderbar, Freunde. Mal gucken, ob ich diese Folge mal bis 13 Uhr noch fertig kriege. Das wird echt... Das wird eine kleine Challenge, egal. Wir sind heute eine kleine Quatschrunde, machen wir. Das hier ist die Map GM Trackmania. Der Luna hat mich auf die Idee gebracht, die runterzuladen. Und er hat mich halt auch auf die Idee gebracht, diese Map dann quasi als großes Finale für Race zu benutzen. Viele wissen davon noch gar nichts, aber es wird ein großes Finale geben. Ich werde noch gegen ein paar Let's Player fahren. Und danach gibt es ein großes Finale, wo alle, gegen die ich gefahren bin, auf dieser Rennstrecke das Massaker anrichten werden. Das einfach so geil wird. Da freue ich mich einfach schon so extrem drauf. Das glaubt ihr nicht. Das wird so ein Chaos. So, und ich habe mir jetzt die komplette TDM Cars-Reihe runtergeladen. Und wir werden heute mal ein paar davon testen. Und ein paar davon sind halt verbuggt. Da sieht man daran, dass die Models total... Vielleicht sehen wir da gerade mal ein gutes Beispiel in East. Ja, da haben wir das beste Beispiel. Das sind dann solche kaputten Dinger. Ich habe keine Ahnung, was der Entwickler damit angestellt hat. Aber bei manchen Autos ist es halt so. Ich habe für mich persönlich den optimalen Wagen gefunden. Und das ist der Porsche 91... Nee, quasi... Quatsch. 918 Spider. Das ist der Wagen, den ich. Lässt er sich prima steuern. Driftet der nicht so hart. Und C, der ist jetzt nicht so schnell, dass ich sagen würde, der fährt irgendwie aus der Strecke oder so. Und wir machen mal eine kleine Testfahrt mit dem, dass ihr einfach die Strecke mal sehen könnt. Ich mache hier mal, hau mir mal ein bisschen schwarz drauf hier. Auf den Rest können wir jetzt gerade mal verzichten. So. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal eine kleine Runde, damit ihr einen kleinen Einblick von der Stage bekommt. Das wird so hart, Freunde, hier mit ganz vielen Leuten zu fahren. Aber ich muss sagen, ich habe die Strecke schon ein bisschen geübt und ich fahre die eigentlich relativ gut. Aus der Strecke selbst rauszufallen ist ein Kunstwerk. Also ich glaube mal, da muss man schon wirklich bei den Speed-Dingern quer drüber fahren, dass man hier rausfliegt. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich geil und das wird eine richtig geile Runde mit allen zusammen. Auch die Loopings, die sind mega fett, muss ich sagen. Das macht richtig Bock. Und ich weiß noch nicht, ob ich das so machen werde, dass wir uns gegenseitig crashen können oder dass wir durcheinander durchfahren. Ups. Weil, ich weiß nicht, wenn wir uns gegenseitig crashen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir hier wirklich teilweise aus diesen Höhen richtig weit rausfliegen können. Und das ist zum Beispiel eine Stelle, die ist richtig mies. Wenn man die nicht gerade nimmt, dann hat man verloren. Hier kann man übrigens auch einen kleinen Shortcut nehmen. Ich glaube, ich versuche das mal euch zu zeigen gerade. Hoffentlich kriege ich das hin. Und. Ich habe es hingekriegt. Nur irgendwie. Ich stehe über Kopf. Okay, alles klar. Da ist mein Auto. Steigen wir wieder ein. Normalerweise müsste dann halt da oben landen und dann hier runter cruisen. Aber hier gibt es natürlich auch einen Shortcut. So, da sind wir auch schon fast am Ende der Strecke. Hier ist es natürlich ganz wichtig, ein bisschen vom Gas wegzunehmen, gerade hier bei der Stelle, weil man sonst da wirklich drüber fliegen kann. Aber alles in einem muss ich sagen, es ist eine richtig geile Rennstrecke und ich freue mich tierisch aufs Finale. Oh, ja. So, und dann wären wir dann auch im Ziel. Und wir werden jetzt einfach mal ein paar Autos testen, die neu sind. Mal gucken hier da. Lass mal sehen, was könnten wir da mal fahren?
Der ist kaputt. Ja, super. Boah, das ist auch eine Monsterkiste, aber die ist wahrscheinlich auch, ja, ein super Schrott. Da kann man nichts machen, du. Ist das hier? Boah, der sieht ja vielversprechend aus. Den fahren wir jetzt mal. Möchte ich gerne... Jawoll! So sieht das gut aus. Und los geht's. Mal gucken, wie die Karre sich fahren lässt. Sie driftet schon mal extrem hart. Oh mein Gott, das kann was werden. Wer mit diesem Auto fährt, der ist schon so gut wie verloren. Kommen wir da rüber? Oh, Junge, Junge, Junge. Ah, dreh dich. Was ist das für Brücken? Nee, keine Brücken. Schade. Okay, der driftet mir ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Dieses Auto ist nicht gerade optional. Ist zwar schnell, aber ich glaube nicht, dass man die Rennstrecke damit fahren sollte. Boah, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Hui! Ich liebe diese Loopings, Alter. Oh Gott. Das ist so geil. Und jetzt crashen wir gegen das Ding. Ich wette. Ja, wusste ich. Ich wollte eigentlich richtig krass nach rechts steuern, aber es ging nicht. Oh Mann, das ist echt blöd mit dem Auto hier. Ah, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, haben wir noch geschafft. Super. Und jetzt cruisen wir hier runter. Alter, dieser Drift, ne? Das ist so hart behindert. Also schon mal an meine lieben Mitfahrer. Ich würde euch nicht empfehlen, damit zu fahren. Das ist echt nicht schön. Aber scheiße schnell. Zum Glück habe ich kein Bailout drin. Da wäre ich jetzt voll aus der Karre geflogen. Da müssen wir auch mal reinbauen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ich Bailout auf den Server dann packen soll. Weil dann quasi, wenn man dann irgendwo gegen crasht, dann fliegt der Fahrer aus dem Auto meilenweit raus. Das wird bestimmt richtig geil. Oder das können wir ja mal in so einer Spaßrunde machen. Yeah. Ich kann mir vorstellen, dass man bei 60% der Mitfahrer dann einfach nur noch fliegende Leichen sieht. Oh Mann, okay, probieren wir den nächsten Wagen aus. Was hätten wir denn da noch Schönes? Ah ja, ich habe das perfekte Auto, das perfekte Fahrzeug für Luna natürlich gefunden. Nochmal Grüße an dich, hier ist das perfekte Fahrzeug für dich. Ein Dreirad. Ich wette, damit rockst du die Session. Los! Ah, komm, ich mache jetzt extra nochmal was. Uff, hier. So, jawohl. Gehen wir mal hier rein. Gehen wir unter Sessions, gehen wir mal Lunatic. Lädt jetzt ein bisschen. Da haben wir ihn schon. Jetzt haben wir natürlich das richtige Feeling für den. Und dann fahren wir jetzt Luna hier mit einem Dreirad. Ja, was ist los? Hui! Oh Gott, das wird jetzt richtig krank, Leute. Das wird jetzt richtig krank. Hui! Oh mein Gott! Was? Oh, wo fliege ich hin? Nein! Wow! Alter, das Dreirad hat's in sich. Ohne Scheiß. Dann müssen wir jetzt irgendwie wieder auf die Strecke drauf. Probieren wir mal, von... Ja, die Loopings. Machen wir mal die Loopings mit dem Dreirad. So. Freunde. Jetzt. Jetzt gibt's Action. Komm, drauf da. Los, Luna, du schaffst das. Du alter Kürbiskopf, du. Oh, Alter. Was ist das denn? Oh yeah! Super Speed auf dem Dreirad! Oh, die nächste Runde mit dem... Alter, wo fliege ich lang? Hui, oh Junge! Dieser Special Speed auf dem Ding! Ist ja was? Wir verwandeln uns jetzt mal einfach in... ne, wir haben Geld geschissen. Luna, nicht einscheißen hier, ja? So, der Hut. Jetzt haben wir gar keinen richtigen Fahrer mehr, Leute. Komm, das ändern wir schnell.
So. Hui. Auf diesem Dreirad, das ist so geil. Wäre das noch ein bisschen schneller, so wie so ein Ferrari, ja, dann würde ich mich, glaube ich, richtig kaputt lachen. Aber es ist jetzt auch schon verdammt lustig. Ich kann mir gut vorstellen, dass er damit oft fahren wird. Allein aus Provokation. Ey, nicht rückwärts fahren. Was ist denn da los? So, und dann sind wir auch gleich hier hinten, wo wir nochmal geschickt drüber fahren. Das wird jetzt richtig geil. Ich bin gespannt, wo wir hinfliegen. Mal gucken, dass wir geradeaus fahren. So, jetzt geht's geradeaus, Freunde. Und? Hui! Jawohl! Sind wir drüben? Ne, wir sind über unser Ziel hinaus. Was? Hä? Was geht denn hier? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, dasselbe wie beim Dodo letztens. Jawohl, jetzt sind wir wieder bei den Loopings. Aber ich würde sagen, wir probieren auf jeden Fall noch was anderes aus. Gehen wir wieder in die Startlinie. Das ist so geil. Oh Mann. So, mal gucken, was wir da noch kriegen. Ja, Mann. Wir fahren jetzt. Oder, warte. Ein Mazda. Ah, oh, schade, der ist Schrott. Fahren wir das Ding mal mit dem Volkswagen. Automobil! Was ist los? Der Luna und sein Wohnwagen. Das ist so eine geile Kombination. Wisst ihr, was ich jetzt noch eben schnell mache? Dann mache ich so einen kleinen Zeitraffer. So, Freunde, dann hätte ich jetzt auch alle in dem tollen Automobil drinne. Jetzt geben wir dem Ganzen noch eine schöne Farbe. Ja, Wolsen! Das sieht doch gut aus. So, dann gucken wir mal. Ah ja, können wir ja nicht sehen. Genau, können wir nur so sehen, leider. Im First Person werden die leider nicht angezeigt. Aber es ist cool, wir sitzen alle in einem Auto. Richtig cool. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir die Strecke ab. Whee! Jawoll! Sind wir zwar ein bisschen drüber gefetzt, aber nicht schlimm. Alle heile auf. Der Multisash, der Boost, der Dodo und der Blackie. Alle super wohl auf.
Wieso habe ich nicht eigentlich selber den Blackie genommen und den Luna da reingesetzt? Meine Zuschauer wissen ja seit Far Cry 3, dass ich richtig gut fahren kann. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ah, vielleicht weil wir das Luna mobil fahren, ne? Genau deswegen. Mit der Wurstkrone. Eieieiei. So, hier schwenkert schon ein bisschen. Aber ich bin mir sicher, dass man diese Strecke auch mit einem Wohnmobil fahren kann. Hammer, ey. So, jetzt kommt der Looping. Mal gucken, wie es aussieht. Ja. Eieiei. Okay, haben uns ein bisschen geschwenkt. Aber nicht schlimm. Locker flockig geht's ja weiter. Das sieht so lustig aus. Hui! Ah! Gott verdammt. Nee, wir müssen noch da. So. So. So muss das, Freunde. Also ich muss sagen, der lässt sich super cool lenken, im Gegensatz zu den ganzen Sportwagen. Dafür ist der aber natürlich auch arschlangsam, ne? Damit müssen wir ja dann auch leider leben. Aber vielleicht machen wir dann noch irgendwann mal so eine Runde, wo wir einfach die ultra-trashigen Autos nehmen. Das wäre natürlich... Wow! Oh, Alter, super genommen. Ohne Scheiß. Besser hätte man es nicht machen können. Ich bin ganz schön geflasht von dem Auto. Der lässt sich besser fahren als mancher Bugatti. Das sieht lustig aus, wie der so hammt. Also im Inneren die ganzen Leute bestimmt so. So, und hier habe ich wirklich die Sorge, Freunde, dass wir stecken bleiben. Und ich glaube, das wird auch passieren, weil wir so lang sind und so langsam. Ja. Also, das ist schon mal nicht so gut. Sorry, Freunde, da drinnen. Tut mir leid. Ich wollte nicht so fahren. Nicht den Kaffee verschwinden. Oh Mann. Das Luna-Mobil. Auf das ist immer Verlass, du. So, Freunde. Das war dann mal eine kleine lustige Runde in Garry's Mod, wo ich mal ein paar Sachen gemacht habe, die ich eigentlich normalerweise nicht so mache, aber ich könnte das ja mal öfters machen, wenn ihr da Bock drauf hättet. Und sagen mal Hallo hier. Hallo. Ihr seid so still. Ihr seid so still da drinne. Ja, Freunde. Auf jeden Fall. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Nö. So, ich zeig den einmal nochmal von hier vorne. Ich bin auf jeden Fall, von manchen Autos bin ich wirklich überzeugt hier. Das ist super cool. Und der ein oder andere Wagen ist bestimmt auch empfehlenswert. Ich freue mich auf jeden Fall super auf das Finale. Das wird richtig mega fett. Und dann nochmal Grüße an alle, die da jetzt in dem Auto drinnen sitzen. Stellen wir uns noch einmal hier hin. Stellen wir uns da vor. So. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Je nachdem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Und bis dann. Tschüss.